Moin! Im heutigen Video soll es ein bisschen gehen über Akkordfolgen für Gitarristen, Stufenakkorde, Dreiklänge, Vierklänge habe ich das Ganze genannt. Es geht so ein bisschen darum, wie man die Akkorde zu einer Moll- oder Duotonleiter fix auf dem Griffbrett finden kann und wenn man dann weiß, wo sie sind, dann auch fix mit ihnen Akkordfolgen ausprobieren kann, erstellen kann oder bekannte Akkordfolgen nachspielen kann, die in allen möglichen Songs vorkommen. Und dazu gibt es ein ganz kleines bisschen Theorie, aber wir werden da nicht lange verweilen, sondern es geht wirklich darum, das Ganze aufs Griffbrett zu übertragen. Und in der Folge gibt es ein paar Beispiele, ein paar Akkordfolgen, ein paar Klischeefolgen, die ich einmal auf der akustischen Gitarre kurz dargestellt habe und dann hinterher auch mit einem Playback und ein bisschen Melodie drüber, damit man mal so sieht, was da musikalisch passieren kann. Und darum soll es heute gehen. Hier sieht man nochmal, wir reden gleich kurz über Stufenakkorde, aber wenn das nicht lange aufdröseln, sondern sehr fix das Ganze aufs Griffbrett übertragen und das soll jetzt im Folgenden auch gleich passieren. Bisschen Theorie ist vielleicht ganz hilfreich, aber wirklich nicht in der Tiefe. Man sieht hier einmal die Stufenakkorde zu einer Dur-Tonleiter. In diesem Falle C-Dur, einfach C-Dur aufgeschrieben, ohne Vorzeichen und jeweils Terzen aufeinander, sodass sich die Dreiklänge bilden. Das sieht man in der oberen Notenzeile. Unten sieht man das Ganze dann nochmal für A-Moll. Da wird auch noch darauf hingewiesen, dass auf der fünften Stufe bei A-Moll aus dem Moll-Akkord meistens ein Dur-Akkord gemacht wird, um diese Leitwirkung, diese Dominantwirkung zu erreichen. Das war gar nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist oben. Im Quintenzirkel kann man sich ganz schön diese Akkorde auch suchen. Jetzt ist hier wieder am Beispiel von C-Dur realisiert. Da gibt es oben in der Mitte die erste Stufe, nämlich C-Dur. Und links und rechts davon die vierte und die fünfte Stufe. Und wenn man dann auf die Parallelen guckt, dann findet man dann auch die Stufen 2, 3 und 6. Und das kann man mit jeder Dur-Tonleiter machen. Man könnte jetzt also den Quintenzirkel drehen oder dieses Stufenmodell drehen und würde bei jeder anderen Dur-Tonleiter, zum Beispiel G-Dur, würde man also links C-Dur als vierte Stufe und rechts D-Dur als fünfte Stufe kriegen und innen auch wieder die Parallelen. So kann man das am Quintenzirkel relativ fix finden, welche Stufenakkorde eigentlich zu einer Tonart gehören. Und in diesem Video soll es vor allen Dingen darum gehen, das Ganze gleich aufs Griffbrett zu übertragen. Man kann das genauso ausweiten, auch auf vier Klänge. Das heißt also, man schreibt nicht zwei Terzen übereinander, sondern drei und macht das mit leitereigenen Akkorden. Dann ergibt sich eine bestimmte Reihenfolge von vier Klängen. Und auch die kann man am Quintenzirkel eben, wie eben gezeigt, mit den drei Klängen auch ganz einfach finden, indem man eben halt hier einfach die vier Klänge jeweils hinschreibt. Und dann eben halt die Stufen bleiben dieselben, aber aus den drei Klängen werden vier Klänge und so hat man dann ganz fix seine Akkordverbindung auch mit vier Klängen. Ja, wie überträgt man das Ganze jetzt aufs Griffbrett? Dazu gibt es schon das ein oder andere, aber ich wollte das hier und da nochmal ein bisschen ergänzen. Man kann sich also die Töne auf dem Griffbrett vorstellen, logischerweise. Und ich habe jetzt mal als Beispiel, damit wir eine Akkordfolge und Akkordfolgen kriegen und eine Tonart, in der erstmal keine Leerseiten vorkommen, habe ich das Ganze mal für D-Dur gemacht. Das heißt also, im fünften Bund auf der A-Seite ist eben das D, das ist unsere erste Stufe. Und dann von da aus ausgehend kann man alle weiteren Stufen relativ einfach finden, indem man eben halt eine Seite nach oben geht, zur D-Seite, da findet man die vierte Stufe unter dem Grundton und eine Seite nach unten geht, da findet man die fünfte Stufe. Und wenn man dann weiß, dass eben halt die Parallelen zu diesen drei Akkorden immer eine kleine Terz oder drei Halbtonschritte darunter liegen, dann findet man hier vorne eben halt auch jeweils die 6 als Parallele zur 1, die 2 als Parallele zur 4 und die 3 als Parallele zur 5. Und das kann man eben halt auch aufs Griffbrett übertragen. Oder es ist ja schon auf dem Griffbrett. Und man kann das eben auf der Gitarre auch darstellen. Das heißt, also, wenn man jetzt sich diesen D-Dur-Akkord anguckt, dann wäre das unsere erste Stufe. Und jetzt könnte man die vierte Stufe hier finden. Also G-Dur könnte man hier spielen. Spielt man meistens aber woanders, das heißt, man kann diese vierte Stufe natürlich auch runter oktavieren. Das habe ich da mit dieser gelben 4 nochmal so ein bisschen veranschaulicht. Dann wäre man hier. Und dann wäre man bei der 5. Und dann vielleicht wieder zurück zur 1. Und so kann man das mit allen Stufen machen. Thank you.
Und die beiden Akkorde, die eben halt da auf der D-Seite stattfinden würden mit dem Grundton, die habe ich jetzt in den gelben Kreisen, gelben Punkten nochmal woanders hingebaut, damit man sie vielleicht ein bisschen einfacher spielen kann. Also die zweite Stufe zum Beispiel hier. Dann wieder die fünfte Stufe. Oder sowas. Da hätten wir nochmal die vierte Stufe, eben halt da auf der tiefen E-Seite. Und wenn man dieses Schema einmal hat, dann kann man das auf jede andere Tonart übertragen. Ich könnte das also jetzt, in diesem Falle waren wir von D-Dur angefangen, ich könnte das auch auf E-Dur übertragen. Oder nochmal die Folge von eben. Und so lässt sich dieses Schema beliebig auf dem Griffbrett hin und her schieben. Das ist ja das Praktische an der Gitarre. Und man hat zu jeder Tonart, die man dann da mit dem Grundton festlegt, also zum Beispiel auch von F, hätte man die Akkorde, die man braucht, um Akkordfolgen zu bilden, immer jeweils an derselben Position. Und unten habe ich das Ganze nochmal dargestellt für die parallele Molltonleiter. Wenn man jetzt also nicht von dem D-Dur aus denkt, wie wir das eben die ganze Zeit gemacht haben, sondern von der parallelen Molltonleiter, das wäre ja in dem Falle H-Moll. Und da findet man eben auch die Stufen da, wo sie in diesem Schema zu sehen sind. Also zum Beispiel die vierte Stufe. Wenn man dann die fünfte Stufe wieder zum Dur-Akkord macht, dann würde das Ganze so klingen. Und da kann man also genauso sich in der parallelen Molltonleiter, also in diesem Falle H-Moll, die Stufen suchen und damit Akkordfolgen bauen. Und auf der nächsten Folie sieht man jetzt nochmal, wie das Ganze funktioniert, wenn die Grundtöne eben nicht auf der A-Seite sind, sondern auf der tiefen E-Seite. Funktioniert es eigentlich genauso, nur dass man eben halt sich die H-Seite, die eben nicht unterhalb der E-Seite als tiefe H-Seite, wie bei einer 7-Seiter-Gitarre zum Beispiel oder beim 5-seitigen Bass eben nicht vorhanden ist, sondern da nimmt man dann einfach die hohe H-Seite als Stütze. Und ich habe in den gelben Punkten nochmal wieder dargestellt, wohin man diese Akkorde denn transponieren könnte, damit sie eben halt ein bisschen besser greifbar sind. Also wenn wir hier zum Beispiel das Beispiel haben A-Dur mit dem Grundton A im fünften Bund auf der E-Seite und nochmal diese Akkordfolge nehmen würden von eben. Und so kann man das mit anderen Akkordfolgen eben auch machen. Das sehen wir gleich noch an den Beispielen. Und in der unteren Darstellung sieht man nochmal, wie das Ganze sich darstellen würde, wenn eben halt man wieder zur parallelen Molltonleiter ginge und das Fis als Mollparallele zu A-Dur eben nehmen würde. Dann hätte man eben halt logischerweise das Fis hier im zweiten Bund und die vierte Stufe hätte man dann genau darunter. Und auch diese Schemata kann man beliebig hin und her schieben, das heißt auf andere Tonarten übertragen. Wenn wir nochmal die Dur-Geschichte nehmen und wir schieben das jetzt mal drei Bünde nach oben, dann haben wir C-Dur. Und wenn man dieses Schema eben halt für beide Seiten, also für den Grundton oder Grundtöne auf der A-Seite und Grundtöne auf der E-Seite einmal hat
oder eben sich irgendwo hin notiert, kann man relativ fix damit Akkordfolgen bauen, probieren, nachspielen. Und einige Beispiele habe ich mal aufgeschrieben. Es gibt noch jede Menge mehr. Wenn man nach Klischee-Verbindungen sucht im Internet, findet man noch andere Beispiele. Aber das sind Beispiele, die wirklich hundertfach in Songs vorkommen. Und dazu hören wir jetzt auch gleich noch ein paar Hörbeispiele. In dem ersten Beispiel zeige ich so ein bisschen an der Akustikgitarre, wie die Kadenzen klingen können. Und dazu habe ich verschiedene Versionen. Einmal so diese normale Version mit den Gitarrenakkorden. Und dann habe ich auch jeweils eine Version gebaut, die so mit gebrochenen Dreiklängen so ein bisschen arbeitet. Bei den Kadenzen oder bei den Akkordfolgen, die so ein bisschen in den jazzigeren Bereich gehen, gibt es auch jeweils noch eine Version mit vier Klängen. Und diese ersten Beispiele klingen dann so. Thank you.
Okay, das waren die Beispiele, die das Ganze so ein bisschen auf der akustischen Gitarre dargestellt haben. In dem nächsten Beispiel habe ich das ein bisschen in Playback gebracht. Auch wieder diese Kadenzen oder diese Akkordfolgen, die so als Klischees sehr bekannt sind. Und da hören wir das erstmal mit einer kleinen Rhythmusgruppe. Und dann habe ich jeweils hinterher über diese Akkordfolge nochmal eine Melodie oder ein bisschen Solo, wie man das auch immer nennen will, gespielt. Und das Ganze klingt so. Okay, das waren die Hörbeispiele. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen vermitteln, wie fix man drei Klänge oder vier Klänge zu einer Dur- oder Molltonleiter aufs Griffbrett übertragen kann. Und wenn man dieses Schema dann einmal hat, wie fix man dann dazu Akkordfolgen bauen kann, selber ausprobieren kann, von Stücken ausprobieren kann, verstehen kann, welche Akkordfolgen in Stücken so benutzt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!